Hallo und guten Morgen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist das Forex Morning Statement, der Forex-Marktausblick für den Tag. Werfen wir gleich mal einen Blick in den Wirtschaftskalender für heute. Mittwoch, der 11. Mai, sehr, sehr überschaubare Zahlen hier. Wir bekamen in der Nacht einige Zahlen aus Australien, hier das Westpac Verbrauchervertrauen. Die Hypotheken und die Investmentkredite. Hier muss man ganz klar konstatieren, dass die Hypotheken klar zurückgegangen sind. Grüne Zahl, schön und gut. Die wirklich negative Prognose, sehr, sehr negative Prognose nicht erfüllt. Aber wir haben trotzdem das Ergebnis des letzten Monats komplett umgekehrt. Hier von 0,9% auf minus 0,9% definitiv belastet. Auch die Investmentkredite hier von 4,1% auf 1,5% gesunken. Also fundamental der Aussie noch nicht in wirklich ruhigen Fahrgewässern. 10.30 Uhr heute die Industrieproduktion aus Großbritannien. Das ist nochmal ganz interessant. Erwarte ich mir aber nur Kursreaktion, nennenswerte Kursreaktion, wenn es hier zu großen Verwerfungen kommt. Ja, wenn diese Ergebnisse, wie wir sie sehen, oder diese Prognosen erfüllt werden, denke ich mal, sollte es noch nicht der große Wurf werden, um das britische Pfund hier richtig in Wallung zu versetzen. Ja. Wir hatten ja darüber gesprochen, morgen die ganze MPC und die MPC und Leitzinsthematik, Inflationsberichtsthematik, das wird dann interessant fürs britische Pfund, aber heute sehr, 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 sehr überschaubar. Was erwartet uns heute noch? Ein bisschen was aus Großbritannien noch um 16 Uhr hier. Die BIP-Schätzung ist mir aber total egal, denn das BIP ist mir egal und der Rest hier aus den USA ist mir auch egal. Also heute von fundamentaler Seite wirklich sehr, sehr überschaubar. Deswegen werfen wir gleich mal einen Blick in den Chart und in die charttechnischen Details, denn die sind heute definitiv wichtiger. So, Thema heute S&P 500 gleich zu Beginn. Wir sehen hier diesen aufwärtsgerichteten Trendkanal. Ähnlich dem Dow Jones, den hat es ja durchbrochen, dann kam es zu einem sehr, sehr sauberen Retest an diesem Trendkanal und der Kurs des S&P 500 kämpft hier aktuell mit dieser abwärtsgerichteten Trendlinie beziehungsweise mit diesem ehemaligen Retest hoch, konnte es bislang noch nicht überwinden. So, wir haben wir hatten eine Short-Order im Markt, die ist hier oben, das schauen wir uns gleich noch am Daily-Chart an, in den Markt gegangen, es ist zu einem Fehlausbruch dieser Trendlinie und einem anschließenden Retest kam. Das Ziel lag hier bei ca. 2030 Punkten oder 2031 Punkten. Das war hier ein schöner horizontaler Supportbereich und gleichzeitig auch das 23.6 Retracement dieser gesamten Aufwärtsbewegung hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Das nochmal raus. Jetzt sehen wir hier auf Wochenbasis eine schöne Umkehrkerze letzte Woche. Die aktuelle Wochenkerze sehr, sehr grün. Was erwarte ich mir hier? Ich erwarte mir noch einen internen Retest dieser Trendlinie auf Wochenbasis. Das heißt, der Kurs hat durchaus nochmal das Potenzial und den Platz bis ca. 2093, 2094, 2095 Punkten zu wandern. Er kann hier auch einen Spike drüber setzen. Wenn dieser Spike bis 2140 Punkten geht, das ist völlig egal. Insofern wir unter diese Trendlinie schließen, beziehungsweise unterhalb dieses Spikes schließen, dann ist alles in Ordnung und dann müssen wir uns hier höchstwahrscheinlich nur Sorgen um den Abwärtstrend machen. Ich hatte auch dieses FIBO-Retracement gerade thematisiert und das kann natürlich, wenn wir jetzt hier das Ganze weiter auf Short-Basis verfolgen, als sehr, sehr gute Orientierung dienen, um hier kurz- bis mittelfristige Setups beziehungsweise Kursziele ausmachen zu können. Ja, wir haben hier den Unterstützungsbereich beim 61.8 Retracement, beim 50 Retracement ebenfalls einen sehr, sehr schönen horizontalen Support, beim 38.2 Retracement, also diese Retracements, die passen natürlich wie im Dow Jones, wie die Faust aufs Auge und deshalb möchte ich mich auf jeden Fall daran orientieren. Und ich denke, es sollte sogar noch weitergehen, denn hier, und das müssen wir uns mal auf dem H4-Chart angucken, Moment, oder auf dem Daily-Chart, das reicht völlig aus, hier befindet sich noch bei ca. 1860 Punkten ein offenes Gap und das sollte auf die Bären wie ein Magnet wirken. Jetzt sind wir gleich beim Daily-Chart und da sehen wir auch den letzten Einstieg. Wir hatten hier diesen bullischen Fehlausbruch, der Kurs kam dann hoch, hat diesen Bereich getestet und das Kursziel lag hier unten. Ich glaube, wir hatten hier ein paar Pünktchen Stop-Loss. Da muss ich jetzt hier mal genauer schauen. Ich glaube, es waren 17 oder 18 Punkte hier Stop-Loss und das Kursziel, das lag hier bei ungefähr 550, 560, 570 Punkten. Nicht 570, sondern 56, 57 Punkten. Und dementsprechend hat sie vom Chance-Risiko-Verhältnis definitiv hingehauen. Aktuell gibt der Kurs wieder ein wenig nach, das ist klar, denn
Wir befinden uns hier an einem mächtigen horizontalen Widerstandsbereich, beziehungsweise wurde an dieser Stelle, da müssen wir mal die Pivot Points mit einblenden, wurde an dieser Stelle der Weekly R1 berührt, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Pivot Point und aktuell bewegt sich hier der Kurs zurück. Ich rechne mal damit, dass wir vielleicht den Daily Pivot heute nochmal erreichen bei ca. 2067, 2068 Punkten, vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer in Richtung des heutigen Daily S1. Und damit zu ca. 2057 Punkten. Aber ob das letztendlich schon der Short Move ist, auf den wir hier warten, beziehungsweise auf den der Markt wartet, das wage ich zu bezweifeln. Denn wie gesagt, wir haben hier noch etwas Platz auf der Nordseite, um das Ganze zu testen. Hier den heutigen DDR1 zum Beispiel oder dann auch den Weekly R2 Monats R1 Pivot Point hier oben im Norden und damit würden wir quasi diesen Fehlausbruch noch einmal testen. Also ich habe hier die bullische Seite noch nicht so richtig aus den Augen verloren, beziehungsweise rechne ich auch nicht damit, dass das hier jetzt schon der perfekte Short-Einstieg war. Ich gehe fest davon aus, dass wir noch einmal hier oben hinkommen und dann können wir das in Richtung Süden traden. So, zweites Handelsobjekt für das Morning Statement, das Silber, beziehungsweise gucken wir uns das mal auf dem Weekly Chart an. Da hatten wir einen sehr, sehr schönen Abwärtstrend gesehen, dynamischer Ausbruch zu Beginn des vorangegangenen Handelsmonats. Sehr, sehr massive Kerzen hier, aber eben auch eine massive Übertreibung über das Upper Bollinger Band. Erwartungsgemäß oder wie prognostiziert, ist der Silberpreis am 144er Weekly EMA erst einmal kollabiert und bewegt sich jetzt hier in Richtung Süden. Wenn wir auch hier wieder mit einem Fibo-Retracement arbeiten, dann sehen wir ganz, ganz deutlich, dass sich die Fibo-Retracements mit den horizontalen Unterstützungsniveaus nahezu perfekt überschneiden, insbesondere hier am 38,2-Retracement, 50er, 61,8-Retracement. Also bis hierhin müssen wir irgendwo mal laufen. Das wird nicht in 2 Tagen passieren, auf gar keinen Fall. Und deshalb rechne ich hier auch mit einem etwas schrägeren Winkel, wenn wir dann irgendwann mal auf diese, was sind das hier, 15,30 $ aufgetroffen sind. Dann wäre das natürlich höchst erfreulich und der Silberpreis könnte noch einmal sehr, sehr kräftig zulegen. Jetzt schauen wir uns das Ganze aber mal im H4-Chart an, denn wir wollen ja möglicherweise auch von einer Korrektur profitieren oder daran partizipieren. Und da sehen wir gleich oder fällt gleich dieser aufwärtsgerichtete Trendkanal auf. Durchbrochen am Montag war es, genau. Der ist schön in die Mittagszeit, ist hier durchgerauscht, der Kurs. Und aktuell bewegt er sich hier in Richtung Norden und damit auch zum oder ist bereits am 61,8 Retracement dieser letzten Ausbruchsbewegung. Ich würde ihm aber durchaus diese gesamte Pufferzone zutrauen. Also hier 61,8 Retracement bis 76,4, 78,6er bedeutet ca. 17,30 $ bis ungefähr 17,40 $ oder 17,24 $. Und hier kann man natürlich auch wieder ein bisschen rumspielen, beziehungsweise das Ganze noch konkretisieren, diesen Widerstandsbereichen. Da sehen wir schon, abwärtsgerichtete Trendlinie, ganz klar begrenzt diesen Part. Also das heißt, wenn wir mal von der Zeit auch ausgehen, wenn wir heute Abend um 20 Uhr vielleicht einmal hier angekommen sind, auch morgen meinetwegen in aller Früh hier in diesem Bereich angekommen sind, eben nicht drüber kommen, kein H4-Schlusskurs wieder innerhalb dieses Trendkanals generieren können, dann sieht das Ganze ganz gut aus für ein Short-Setup. Und klar, das erste Kursziel, das definieren wir durch die Projektionshöhe dieses Trendkanals und das fällt dann ziemlich genau auf das 38,2 Retracement dieser großen Aufwärtsbewegung, die wir uns im Daily und Weekly Chart angeschaut haben. So, und zu guter Letzt noch der Kiwi, auch momentan sehr, sehr interessant. Wir sind hier vermeintlich aus diesem aufwärtsgerichteten Trendkanal respektive dieser bärischen Flagge ausgebrochen. Aber hier fällt eine Sache auf. Und zwar sind wir oder hatten, bekamen wir, es bekamen es die Bären knapp unterhalb dieses Trendkanals sofort mit einem wichtigen Support zu tun, mit dem Daily 232 EMA. Hier hat sich einiges gebündelt und der Kurs konnte dieses Unterstützungsniveau auch nicht unterbieten und auch nicht dieses Trendkanal interne Tief, was wir hier sehen. Ja, also hier kam es zu keinem Schlusskurs unter diesem Tief und weshalb das Ganze hier sogar noch in einem Fehlausbruch enden könnte. Könnte, wohlgemerkt. Ja, wir haben hier natürlich noch ein bisschen Spielraum, aber wenn wir uns das jetzt mal auf dem H4-Chart anschauen und gucken, okay, Kurs reagiert gerade sehr, sehr schön bearish, das ist in Ordnung. Hier kann man natürlich auch wieder ein Fibo-Retracement anlegen an diese letzte Ausbruchsbewegung und da sehen wir schon, okay, er ist am 61,8 Retracement gescheitert. Klar, dabei handelt es sich schlicht und ergreifend um diese Spikes, an denen er gescheitert ist und er bewegt sich jetzt in Richtung Süden. So, wenn er aber unter dieses
Unterstützungsniveau her, also bei ca. 0,67,550 nicht mehr herunterkommt. Also wir brauchen hier zunächst einmal einen H4-Schlusskurs unterhalb dieses Supports und dann auch einen Schlusskurs H4 und Daily-Schlusskurs unterhalb dieses Ausbruchspikes. Andernfalls geraten wir hier in die Situation, dass es, wie gesagt, durchaus sich hier um einen bärischen Fehlausbruch handeln könnte und der Kurs zunächst einmal wieder in Richtung Norden wandert. Das muss nicht heißen, dass er wieder massiv in diesen Trendkanal hereingelangt. Ja, das ist gar nicht der Fall. Aber wenn wir uns jetzt mal diese gesamte Abwärtsbewegung anschauen, da sehen wir, dass sich das 61,8 Retracement dieser gesamten Bewegung erst hier oben befindet. Wir hier gerade einmal ein bisschen mit dem 23,6 Retracement herumspielen. Bedeutet im Umkehrschluss, dass es sein kann, dass wir uns hier stabilisieren und dann in einer sehr, sehr langatmigen Bewegung immer mal wieder hochkommen an diesen Trendkanal, immer mal wieder runterkommen und irgendwann dann mal an dieses 61,8 Retracement geraten, beziehungsweise an diesen Widerstandsbereich und dann erst der Trendkanal an sich fertig getestet sein sollte. Ja, das hat natürlich dann auch Konsequenzen für British Pfund NZD, Australische Dollar NZD, Euro NZD, aber aktuell traue ich dieser Short-Bewegung noch nicht ganz, beziehungsweise halte ich mich hier noch mit Short-Investments ein wenig zurück. Also das Einzige, was ich hier auf dem Schirm hatte, das war eben diese Pufferzone oder dieser Widerstandsbereich, den man hier recht einfach definieren kann. Und hier konnte man natürlich erst einmal rein. Stop über das letzte Hoch, das war überschaubar. Ne, das habe ich nicht genommen. Ich habe diesen Spike hier oben genommen. Das war recht überschaubar mit ungefähr 80 Pips Stop-Loss. Wenn wir uns das Kursziel anschauen, entspricht der Projektionshöhe dieses Trendkanals von ungefähr 330, 340 Pip, ist das völlig in Ordnung, ja, dass man es hier versucht hat. Aber, liebe Bären, bitte aufmerksam werden, sobald wir hier an diesen Unterstützungsbereich kommen und dieser nicht mehr unterboten werden kann. Also wie gesagt, nicht nur dieser grüne hier, sondern wir müssen auch unter diesen Spike gelangen. Und zwar nicht nur mit einem weiteren Spike, sondern wirklich mit einem Schlusskurs, mindestens H4-Schlusskurs. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Start in den neuen Handelstag, verabschiede mich bis zur nächsten Analyse und sage Tschüss.